Guten Abend und herzlich willkommen zum virtuellen Open House des Zeppelin Museums. Vor knapp 2 Monaten haben wir unser erstes Debate-Torial gelauncht, die neue Online-Diskursplattform des Zeppelin Museums, auf der Sie, liebe Community, die Recherchen zu unserer kommenden Ausstellung Beyond States über die Grenzen von Staatlichkeit nachvollziehen und in vielfältiger Weise in deren Themen eintauchen können. Beyond States reflektiert die drei konstituierenden Merkmale eines Staates: Staatsgebiet, Staatsbürgerschaft und Staatsgewalt. Bis noch Anfang diesen Jahres konnte wahrscheinlich nur ein verhältnismäßig kleiner Teil von uns diese Begrifflichkeiten klar definieren oder deren historische Entwicklung beschreiben. Begriffe wie Prepper oder auch das Gefühl, vor leeren Regalen im Supermarkt oder tatsächlich vor geschlossenen Ländergrenzen zu stehen, sind uns aber allen seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie bekannt. Die Pandemie hat die Themen unserer Ausstellung aktueller denn je gemacht und vor allem hat sie sie direkt in ihre Gegenwart verlegt. Im Frühjahr wurde die Pandemie vielfach noch als Stresstest für den Staat bezeichnet. Mittlerweile wird wohl deutlich, dass sie vielmehr ein Stresstest für die Demokratie ist. In diesem Zusammenhang steht auch unser heutiges Gespräch, sogenannte Verschwörungstheorien und soziale Netzwerke. Verschwörungsmythen und Erzählungen existieren jetzt keinesfalls erst seit Corona. Viele Narrative lassen sich tatsächlich bis ins Mittelalter und noch früher zurückverfolgen. Aber während der Covid-19-Pandemie wurden noch einmal verstärkt Verschwörungserzählungen rezipiert, die antisemitische Mythen reproduzieren und teils rechtsextreme Inhalte propagieren. Über diese jüngste Entwicklung wollen wir heute sprechen und nach einem Input-Vortrag unseres Experten die grundsätzliche Funktionsweise von Verschwörungserzählungen beleuchten und uns konkret mit der Verschwörungserzählung QAnon sowie die Rolle sozialer Netzwerke auseinandersetzen. Um über dieses hochaktuelle und gleichermaßen hochproblematische Thema zu sprechen, habe ich das große Vergnügen, Miro Dittrich begrüßen zu dürfen. Hallo, Miro. Guten Abend. An der Stelle auch ein ganz herzliches Willkommen an meine Kollegin Ina Neddermeyer, die viele von Ihnen sicher schon aus den zahlreichen Talks, die sie moderiert hat, kennen und die heute Abend ihre Fragen managt. Kommentieren Sie also gerne wie gewohnt auf der Plattform, auf der Sie uns gerade zusehen, auf debatorial.de, auf Facebook, YouTube, kommentieren Sie in unsere Telegram-Gruppe. Wir nehmen Ihre Fragen sehr gerne auf. Ich darf Ihnen unseren Experten noch kurz vorstellen. Miro Dittrich ist der Projektleiter von DHATE, einer Plattform der Amadeo-Antonio-Stiftung, die rechtspopulistische und rechtsextreme Phänomene online überwacht. Miro Dittrich forscht selber seit mehr als 5 Jahren zu Radikalisierungsprozessen im Netz und der Rolle sozialer Medien darin. Er ist Experte für Rechtspopulismus, verschwörungstheoretische Netzwerke und Rechtsterrorismus. In den letzten Monaten war er regelmäßiger und gern gesehener Gast in diversen Interviews und Berichten, so unter anderem bei Netzpolitik, bei der Tagesschau, dem ZDF-Magazin Frontal 21 und auch und vielen, vielen mehr. Es freut uns deshalb ganz besonders, Miro, dass du dir die Zeit nimmst. Nochmal herzlich willkommen und jetzt gehört die digitale Stage erst einmal dir. So, ja, guten Abend. Ich freue mich auch, heute hier zu sein und zu einem leider sehr aktuellen Thema zu sprechen, und zwar Verschwörungstheorien und soziale Netzwerke. Da das ja ein doch sehr großes Thema ist, mit sehr vielen unterschiedlichen Möglichkeiten, über die man reden könnte, dachte ich, ein kurzer Input am Anfang, so über ein paar Punkte, die ich gerade besonders spannend finde, wäre eine ganz gute Einleitung. Prinzipiell habe ich sehr viel in den Medien gelesen, wie Leute doch sehr überrascht waren über diese Phänomene, die wir jetzt gesehen haben. Und muss dazu sagen, dass BeobachterInnen der Szene das eigentlich schon relativ lange klar war, was dort passieren muss. Und so habe ich etwas überspitzt vielleicht formuliert, es hätte verhindern werden können. Es hätte auf jeden Fall verhindert werden können, dass es so läuft, wie es jetzt läuft. Denn was wussten wir schon vor der Pandemie? Zum einen wussten wir, dass es in Deutschland sehr breit Verschwörungsmentalitäten gibt. Erst diese Woche ist wieder die Leipziger Autorismusstudie rausgekommen, wo wir sehen, dass Verschwörungsmentalität schon lange sehr verbreitet ist in der deutschen Gesellschaft. Dazu gibt es viele unterschiedliche Studien, die alle kommen auf unterschiedliche Werte. Wir liegen aber deutlich über 20% der Deutschen, die an unterschiedliche Phänomene glauben, die etwas mit Verschwörungen zu tun haben. Die andere Sache, die wir wissen, ist, dass Krisen Verschwörungserzählungen fördern. Das wissen wir aus der Geschichte, das wissen wir aber auch, wenn wir kürzer nach Deutschland zurückschauen. Bei der letzten Krise, bei der Ukraine-Krise zum Beispiel, hat sich in Deutschland die sogenannte Montagsmahnwache für den Frieden mobilisiert.
an die sehr viele die Anfänger dieser Hygienedemos sehr erinnert haben. Auch dort ist eine Ansammlung von Rechtsextremen, Verschwörungsideologen, aber auch Leute, die sich wohl selbst eher als alternativ bezeichnen, zusammengekommen und haben wirre Theorien verbreitet. Die dritte Sache, die wir wussten, ist, wie Online-Radikalisierung abläuft. Dazu ist es vielleicht ganz gut, diesen Begriff Verschwörungstheorie, wie er immer so gebraucht wird, ein bisschen genauer aufzunehmen. Und ich würde auch nicht von Verschwörungstheorie sprechen, weil Verschwörungstheorien sind ja überprüfbare Dinge, die man auch widerlegen kann. Genauso ist es ja aber bei den Phänomenen, die wir beobachten, nicht. Also keine Argumente führen dazu, dass die Leute ihre Position ändern. Deshalb trennt man in der Forschung eher die Sache in drei unterschiedliche Sachen. Man redet zum einen vom Verschwörungsmythos, das eher so was Abstraktes, das übergelegte Bild wie die jüdische Weltverschwörung. Wir haben die Verschwörungserzählung, da geht es dann um das Konkrete. Das wäre gerade sowas wie Bill Gates will uns alle Chips einpflanzen. Und dann gibt es noch die Verschwörungsideologie. Bei Verschwörungsideologen ist es wichtig, dass es dabei nicht darum geht, dass man irgendwie so ein einziges Event anders sieht, sondern dass man die ganze Welt in so einer Verschwörungsbrille betrachtet. Das heißt, alle Sachen sind irgendwie Zeichen für irgendwas, alles hängt irgendwie miteinander zusammen. Man sieht hinter allem diesen bösen Plan. Und ich glaube, das hilft ein bisschen zu verstehen, dass diese Online-Radikalisierung nicht so abläuft, wie sie irgendwie oft dargestellt wird, dass man online einfach irgendwas Seltsames liest und auf einmal fängt man an diese Dinge zu glauben, sondern das ist einfach bereits sehr deutlich verbreitet in der deutschen Gesellschaft. Und was wir aber eher sehen, ist, dass eben in Krisen diese Verschwörungserzählungen an Beliebtheit gewinnen, also das Konkrete und Menschen, die bereits davor an Verschwörungsmythen geglaubt haben, so aktiviert werden und diese Dinge dann eben nicht mehr zu Hause oder in der Kneipe sagen, sondern auf einmal online gehen und ganz viel posten und auf einmal politische Akteure werden. Und das haben wir sehr stark gesehen in der Beginn der Pandemie, dass gerade die Leute auf Telegram explodiert sind, also dass die Menge der Leute, die diese Dinge verfolgen, stark gewachsen ist. Und ich finde es schade, dass von Anfang an sich darauf nicht vorbereitet wurde. Ich finde, auch schon vor Halle und Hanau hätte man in Deutschland wissen müssen, wie viel Gewalt auch hinter solchen Verschwörungserzählungen steckt. Und dass man neben dem Pandemieplan, also neben dem medizinischen Problem, man sich auch darauf hätte vorbereiten müssen. Dann hätten wir nicht diese Bilder, die wir jetzt die ganze Zeit sehen, von Leuten, die wir sind die zweite Welle rufen und ohne Maske Tonga in der Stadt tanzen. Ein anderer Aspekt, auf den ich eingehen will, ist die Globalisierung von Verschwörungsideologie. Wir sehen immer mehr, dass digitale Community über Grenzen hinausgehen. Gerade junge Menschen schauen Serien auf Englisch und im westlichen Diskurs, im Internet, ist die Sprache einfach Englisch. Und da sehen wir verschiedene Phänomene. Zum Beispiel letztes Jahr hatten wir eine internationale Terrorismuswelle. Angefangen hat es in Christchurch mit 51 Toten, ging dann aber in die USA weiter, in Poway und El Paso, kam in Oslo an, bis es am Ende dann uns auch in Deutschland mit Halle erwischt hat. Und wenn man sich anschaut, welche Ideologie, welche Erzählungen, welche Kultur all diese Täter verbreitet haben, sieht man, dass die an den gleichen Orten online waren. Und gleichzeitig haben sie auch alle Bezug aufeinander genommen. Und wenn ich mir danach diese Communities angeschaut habe, wie dort so geredet wurde, wie über diese Anschläge geredet wurde, dann sieht man ganz klar, dass dort gemeinsam diese Taten geplant werden. Das heißt, man überlegt sich, was sind gute Ziele, welche Waffen verwendet man. Das sind aber auch die Orte, wo die Menschen mit diesen Verschwörungserzählungen in Kontakt gekommen sind und wo dieses Weltbild aufgebaut wird. Und das Weltbild ist immer sehr apokalyptisch, es geht immer um den Untergang, der drohende Untergang, der verhindert werden muss. Und der führt leider immer wieder dazu, dass Leute auch denken, Gewalt anzuwenden und Menschen umzubringen. Ein anderer Aspekt, auf den ich eingehen will, ist das Phänomen QAnon. Das haben viele vielleicht jetzt schon in den Medien mitbekommen. Seit einer Weile wird darüber mehr darüber berichtet. Ich wollte aber trotzdem noch mal eine kleine Einführung geben zu QAnon, damit das besser verständlich ist. QAnon ist prinzipiell eine Verschwörungserzählung, die aus den USA kommt. Sie hat Ende 2017 gestartet. Es gibt eine Person, die behauptet, Geheiminformationen aus der Regierung zu haben und die immer wieder auf einer abstrusen Seite postet. Und darum ist eine Community entstanden. Und diese kryptischen Botschaften, die da abgelassen werden, werden von dieser Community interpretiert.
Und dort kam, daraus bildete sich dann ein Weltbild. Und dieses Weltbild sagt, es gäbe eine geheime Kabale, die die Welt regieren würde. Und es, wir würden einen epischen Kampf zwischen Gut und Böse beiwohnen. Und dieses Böse ist für Verschwörungserzählungen sehr typisch, ist dabei maximal böse. Also es sind nicht irgendwie nur schlechte Menschen, sondern es müssen dann Satanisten und Pädophile sein. Und man erzählt Geschichten, dass sie das Blut von Kindern trinken würden in irgendwelchen Ritualen. Ein wichtiger Teil ist auch, dass in dieser Verschwörungserzählung Donald Trump als Erlöser gesehen wird. Er nimmt fast eine Jesus-Figur für sie ein. Und gleichzeitig dienen diese Verschwörungserzählungen auch als Klärung dafür, warum dieser allmächtige Trump, wie er in dieser Weltbild ist, eigentlich keine wirklichen Erfolge zu verzeichnen hat, weil es eben diese Verschwörung gegen ihn gäbe, dieser tiefe Staat, die das alles verhindert. Das wichtige Event, auf das sie hinarbeiten, ist The Storm. Das ist für sie das Ziel, dass auf einmal alle bösen Menschen verhaftet werden. Viele wollen auch, dass sie irgendwie erschossen werden. Und das ist sehr interessant zu sehen, dass wir auch wieder hier einen sehr religiösen Aspekt eigentlich dabei haben, weil es ist schon interessant, dass Deutsche auf einmal auf ein transformatives Event hoffen, was die Welt von allem Bösen befreit und danach bleiben nur noch Gute übrig. Das ist auch so eine typische Erzählung, wo man sieht, dass strukturelle Probleme nicht anerkannt werden, sondern dass ein sehr simples Schwarz-Weiß-Bild ist, gleichzeitig aber auch eine Hoffnung anbietet. Also all die Probleme auf der Welt, die werden sich bald lösen und es gibt irgendwie einen ganz klaren Plan. Prinzipiell ist QAnon, das meiste an QAnon nicht neu, sondern es ist eher eine Ansammlung aus Verschwörungserzählungen und Dingen, die davor bereits bekannt waren. Und also so Zahlenspiele oder bestimmte Motive, die sie aufgreifen. Zum Beispiel die Vorstellung einer Elite, die Kinderblut trinken würde, um dadurch irgendwie jung zu bleiben, ist eine alte antisemitische Geschichte, die wir bereits aus dem Mittelalter kennen. Und das ist immer sehr wichtig für Erzählungen, dass es dafür eine kulturelle Bekanntschaft geben muss. Also dass man auf ein etwas aufbaut, was bereits bekannt ist. Weiterhin ist sehr interessant an QAnon, dass wir tatsächlich eine Abkehr von Politik bei diesen Menschen sehen. Das heißt, es geht der QAnon-Bewegung nicht darum, also ein großes ihrer vorgeblichen Ziele ist, wäre es, Kinder zu retten, Kinder vor Entführung oder vor sexuellem Missbrauch. Sie haben jetzt aber keine Policies, die sie vorschlagen. Es gibt keine konkreten Gesetze, die sie geändert haben wollen, sondern die ganze Bewegung besteht nur aus Fantasieerzählungen. Und das macht es auch so schwer, sie irgendwie in klassische Strukturen einzuordnen. Es zeigt aber auch, dass das die Entwicklung ist von so Internetphänomenen. Denn QAnon ist ein Internetphänomen. Es gibt keine Treffen auf der Straße, es gibt keine Orte, wo sie sich normal versammeln. Wir sehen sie zwar immer auf Demos, aber eigentlich lebt diese Szene im Internet. Und was wir jetzt nochmal sehr deutlich bei zur US-Wahl beobachten könnten, ist, wie QAnon diese Globalisierung von Rechtsextremen und von dieser verschwörungsideologischen Welt beschleunigt. Wir haben in Deutschland quasi zeitgleich die gleichen Verschwörungserzählungen gesehen, die auch in den USA liefen, zu dem angeblichen Wahlbetrug, der um Trumps Wahl stattgefunden hat. Und das ist sehr spannend, dass in den USA QAnon sehr stark mit Rechtsextremen vernetzt ist. Und das heißt, die Verschwörungserzählungen, die dort entstehen, landen sehr schnell in QAnon. Da QAnon sich nicht wie früher Verschwörungserzählungen um ein konkretes Ereignis drehen, also es geht nicht irgendwie um die Mondlandung, sondern es geht mehr so um Tagespolitik, werden diese Dinge sehr schnell übersetzt und ins Deutsche gebracht. Und im Deutschen hat QAnon auch sehr starke Verbindungen in die rechtsextreme Szene und wird dadurch in der erweiterten rechtsextremen Szene landen diese Erzählungen. Wo wir auch nochmal sehen, wie dadurch so Ländergrenzen aufgehoben werden. Und wenn ihr das mal im Online seht, ist vielleicht eins dieser Dinge euch schon aufgetaucht. Das sind Hashtags oder Wörter, die damit in Verbindung stehen. So kann man sie eigentlich sehr schnell erkennen. Und auch hier ist wieder ein spannendes religiöses Element zu erkennen. Es ist, geht fast schon so um ein Bekennungszeichen zu einer Gemeinschaft, was hier angewandt wird. Was vielleicht sonst irgendwie ein Kreuz ist, was man trägt oder ein Kopftuch, sind hier diese Symbole, wie man sich zu dieser Gemeinschaft bekennen will. Ein anderer Aspekt, auf den ich noch eingehen will, ist, was eigentlich passiert,
wenn Menschen an eine Ansammlung dieser Desinformationen und dieser Verschwörungserzählungen glauben, dass es eben nicht nur darum geht, dass man irgendwie bei einem Punkt anderer Meinung ist, sondern dass tatsächlich aus dieser Ansammlung alternative Wirklichkeiten entstehen. Und ich glaube, wer schon mal Interviews gesehen hat mit diesen Menschen oder Kommentare von ihnen online liest, sieht, dass die wirklich jeglichen Kontakt zur Realität verloren haben. Mir ist dabei wichtig zu sagen, dass, wie wir vorhin gesehen haben, das eben nicht nur ein Randbereich ist, sondern dass das sehr viele Deutsche betrifft. Und die Entwicklung dadurch wird stark gefördert durch Online-Gemeinschaften. Und dort kann so etwas wie ein kollektiver Wahn entstehen. Was hier wichtig ist, dass wenn ich von kollektiver Wahn spreche, ist das nicht pathologisch gemeint, diese Leute sind nicht verrückt oder krank, aber man kann sehr viele Parallelen ziehen zwischen, wenn Menschen online zusammenkommen und sich gegenseitig in dieser alternativen Realität bestärken, die Energie, die dort entsteht, kann man sehr gut mit individuellen Wahnphänomenen vergleichen. Das ist ein sehr großes Problem, weil genau das ist ein Stresstest für eine funktionierende Demokratie. Wenn wir nicht in einer gemeinsamen Realität leben, ist es schwer, ein demokratisches System zu haben. Und natürlich können wir alle die Realität unterschiedlich interpretieren und natürlich können wir unterschiedlicher Meinung sein, wie man damit umzugehen hat, was denn die Lösungen sind oder was richtig ist. Aber wenn Menschen glauben, dass Angela Merkel eine Satanistin ist, die Kinder foltert in Bunkern und deren Blut trinkt, dann sind diese Menschen einfach aus dem demokratischen Diskurs rausgefallen. Und ich glaube, das ist ein großes Problem für unsere Gesellschaft. Mir hat bei dem Denken dazu ein Zitat eines österreichischen Philosophen aus den 30ern geholfen. Die Unkorrigierbarkeit scheidet den Wahn vom bloßen Irrtum. Das ist nämlich das, was mir bei diesen Menschen sehr stark auffällt. Es geht eben nicht um Irrtümer, dass sie an etwas Falsches geglaubt haben, aber man sie mit neuen Informationen von etwas anderem überzeugen kann, sondern dass diese Leute unkorrigierbar an diesen Positionen festhalten. Und ich glaube, es wäre wichtig, wenn wir dieses irrationale Moment besser verstehen würden, was darin in diesen Bewegungen haust und eben nicht nur probieren, hier habt ihr irgendwie ein paar Faktenchecks und schon so können wir das Problem lösen. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, wir haben Anfang des Jahres eine Broschüre zum Thema alternativen Wirklichkeiten rausgebracht. Dort kriegt ihr die Einordnung der relevanten Social-Media-Plattformen, auf denen sich diese Leute umtreiben. Wir erklären ein bisschen die Medienstrategien dieser Akteure, wie diese alternativen Wirklichkeiten geschaffen werden. Aber es gibt auch Handlungsempfehlungen und Erfahrungen, wie man denn damit umgehen kann. Hier unter dem Link könnt ihr die Broschüre finden. Ansonsten gibt es sie auch auf der Seite der Mandy-Antonio-Stiftung. Und das war's schon vom Input. Ja, vielen herzlichen Dank. Großartig dichter Input-Vortrag. Und ich würde als allererstes mal ganz kurz fragen, Ina, gibt es Fragen aus der Community bereits? Ja, es gibt zwei Fragen tatsächlich direkt zu QAnon auch. Und zwar... du hast ja auch davon gesprochen, dass Trump zu so einer Art Erlöserfigur wird. Und jetzt ist eine Frage gekommen, ist da der Begriff der Verschwörungserzählung nicht vielleicht zu harmlos? Müsste man QAnon nicht eher als eine Sekte bezeichnen? Darauf habe ich ein bisschen angespielt mit diesen religiösen Elementen, die wir da sehen. Also natürlich gibt es auch als Verschwörungserzählung, aber tatsächlich ist vieles davon ein Kult geworden, eine Sekte. Diese Leute verlieren den Kontakt zu ihren Familien, kriegen die Ersatzfamilie und es sind da sehr viel so religiöse Elemente. Wir sehen Prophezeiungen über die Zukunft, die sehr viel getroffen werden von Q, die aber nie eintreffen und die Leute glauben trotzdem weiterhin dran. Also wir sehen hier schon sehr viel dieser sektenartigen Strukturen, die da entstehen. Okay. Du hast es schon tatsächlich eingeläutet, aber ich würde gerne nochmal fragen, was ist der Hintergrund? Warum glauben Menschen tatsächlich an Verschwörungserzählungen? Also Stichwort Krisensymptom beispielsweise oder auch das andere Stichwort, das relativ häufig immer fällt, wenn man sich mit den Themen auseinandersetzt, ist die Komplexitätsreduktion. Könntest du dazu was sagen? Auf jeden Fall, das sehen wir. Der Glaube daran ist oft Bewältigungsstrategien.
Das heißt, die Menschen erleben eine Form von Kontrollverlust. Wir alle erinnern uns an an Frühling des Jahres. Es gibt diesen neuen Virus. Niemand weiß, wo es eigentlich irgendwie hingeht. Wissenschaft ist sich irgendwie unklar. Politik ist sich unklar. Und dieser Kontrollverlust führt oft dazu, dass die Menschen probieren, irgendwie wieder Kontrolle herzugewinnen. Und dabei helfen Verschwörungserzählungen. Verschwörungserzählungen ordnen die Welt. Es gibt klares Gut und Böse. Es ist natürlich einfach irgendwie daran zu glauben, der Virus wäre nicht so böse, weil dann könnte man ja wieder zum Normalzustand zurückzukehren. Gleichzeitig ist die Welt sehr komplex geworden und sehr unverständlich für die Menschen. Wie spielen alle diese Dinge miteinander zusammen? Und da hilft es natürlich zu sagen, ohne irgendwie strukturelle Analyse zu machen, einfach zu sagen, ah, es gibt hier böse Menschen und die wollen uns was Böses und die wollen irgendwie die Welt kontrollieren. Das ist natürlich sehr angenehm. Zum anderen sehen wir auch, dass Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben, so die letzten Menschen sind, die noch an eine geordnete Welt glauben. Also sie überfordert es, dass eine zufällige Mutation eines Virus in China die ganze Welt lahmlegt. Es ist viel einfacher daran zu glauben, es gibt immer noch jemand, der in Kontrolle ist. Also es ist alles irgendwie gelenkt. Wir sind nicht so unsere Welt, wir sind nicht so einem Chaos ausgesetzt. Und auch wenn die Erzählungen selbst dann sehr abstrus und sehr viel aufgeladen sind, es ist trotzdem noch eine sehr einfache Welt, in der man dort lebt. Ja, berühmtes Zitat, wo vorher Chaos herrschte, erscheint jetzt eine vermeintliche Struktur. Also es ist eine Alternativlösung gewissermaßen, die Welt zu strukturieren. Was vielleicht daran anschließend interessant ist, kann man und gibt es Untersuchungen, möglicherweise statistische Erhebungen darüber, was das für, also was sind, wer glaubt an Verschwörungserzählungen? Also ist es eine eindeutige Gruppe? Kann man die festlegen oder ist es ein gesamtgesellschaftliches Phänomen? Und wir sehen auf jeden Fall, dass es ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ist. Also da sind alle Bildungsschichten dabei, da sind Männer und Frauen dabei. Ich würde es schwer machen, mich da irgendwie an bestimmten Gruppen zu schließen, sondern dass es ein gesellschaftliches Problem ist. Und da hilft es auf jeden Fall auch nicht, wenn man irgendwie von Covidioten spricht und diese Leute irgendwie alle für dumm erklärt. Weil ich glaube, das ist nicht das Problem. Und das Problem ist eher, dass der Glaube an diese Verschwörungserzählungen den Menschen etwas gibt, was ihnen hilft. Und ich glaube, das ist eher ein Ansatz, den wir machen können, als diese Leute alle für dumm zu erklären. Ja, definitiv. Du hast das Buch von Katharina Nocun und Pia Lamberti auch in deinem Input-Vortrag kurz gezeigt, die Klassifizierung. Sie gehen auch davon aus, Alter, Bildung, Geschlecht spielen keine Rolle. Aber da du eben davon gesprochen hast, dass es nicht pathologisch ist, dort wird zumindest ein Zusammenhang zu Krankheitsbildern wie etwa Paranoia, auch wenn sich das natürlich unterscheidet, strukturell, aber beispielsweise auch zu Narzissmus gezogen. Kannst du dazu was sagen? Ist das... Natürlich wird das Krankheitsbilder, die anfälliger machen, an Verschwörungserzählungen zu glauben. Aber wir haben eben die Zahlen gesehen, das sind 30-40% der Deutschen. Die machen, glaube ich, jetzt nicht den überwiegenden Anteil dieser Leute aus, sondern das ist schon ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ja, okay. Dann würde ich gerne zu QAnon kurz einsteigen. Vielleicht ist es für dich möglich, kurz zu erzählen, woher QAnon kommt. Also du hast gesagt, es ist eine Verschwörungstheorie, die aus dem Netz kommt. Kannst du das mal präzisieren? Der Ursprung in QAnon liegt darin, dass Donald Trump vor einer Pressekonferenz vor Generälen gesagt hat, maybe that's the quiet before the storm. Also vielleicht ist das die Ruhe vor dem Sturm. Es hat alle Leute sehr verwirrt. Warum sollte sowas gesagt werden? Gibt es irgendwie eine Gefahr? Was passiert hier? Und die Diskussion darüber ist auf einem Imageboard, was mittlerweile etwas Berühmtheit erlangt hat, 4chan stattgefunden, wo eben Leute gerätselt haben, was kann das sein? Und diesen Imageboard gab es davor schon, so die Vorgängervariante des ganzen Pizzagate, wo es auch darum geht, dass die Elite pädophil wäre und irgendwie Kinder foltern würde. Und dort haben verschiedene Leute verschiedene Geschichten ausprobiert, die sie erzählen wollten. Und QAnon als Q, die Person, die sich als das ausgegeben hat, ist die Geschichte, die am erfolgreichsten war. Und dort ist aus dem ist das Ganze dann hervorgegangen. Okay,
Du hast eben sehr relativ deutlich erzählt und dargestellt, warum QAnon gefährlich ist, warum Verschwörungserzählungen, Verschwörungsmythen allgemein gefährlich sind, welche Anschläge jetzt auch ganz konkret im Zusammenhang mit der Erzählung von QAnon verübt worden sind. Hanau wäre möglicherweise noch zu ergänzen. Jetzt ist vor relativ kurzer Zeit Q in Anführungszeichen ja vermeintlich enttarnt worden. Also es ist jetzt nicht der vermeintliche Insider um Donald Trump herum, aber wie wirkt sich quasi das neue Wissen, also du weißt, worauf ich anspiele, auf diese 8chan-Geschichte tatsächlich, das ist jetzt ein anderer, dass quasi die Betreiber der 8chan-Plattform im Namen von Q posten können. Das auch, ich glaube, Frederick Brennan, der dieses Imageboard gegründet und programmiert hat, ein Foto getwittert hat, auf dem er quasi nachweisen wollte mit einer Fotografie das, oder mit einem Bild, dass die IP-Adresse von QMag, einer sehr wichtigen Seite für QAnon, und 8chan tatsächlich die identische IP-Adresse ist und somit quasi nachweisen wollte, dass die Betreiber diejenigen sind, die unter Namen von Q posten. Hat das irgendeinen Einfluss auf die Anhänger dieser Erzählung? Also beziehungsweise worauf ich hinaus will, ist, löst das gewissermaßen etwas aus, neue Erkenntnisse? Erstmal ganz kurz, Hanau würde ich nicht zu QAnon zählen. Er hat zwar ähnliche Erzählstrukturen verwendet, wie wir in QAnon sehen, aber es gibt bis jetzt keine klare Verlinkung zu QAnon. Hanau zeigt eher, dass die Verschwörungserzählungen, die wir bei QAnon sehen, auch davor schon populär waren. Also dass es eben diese Ansammlung ist. Prinzipiell wurde ja nicht Q enttarnt, sondern nur gezeigt, dass die Betreiber jederzeit darauf Zugriff hätten und es auch sein könnten. Das war eigentlich auch schon länger klar, aber es ist nicht relevant. Q hat die Plattform gewechselt. Seitdem war klar, dass die prinzipiell die Plattformbetreiber die Kontrolle darüber haben, wer hier postet. Wir sehen auch, dass Q sehr unterschiedlich postet. Am Anfang war es relativ klar. Also der erste Post war, Hillary Clinton wird an diesem Tag verhaftet. Da ist nie eingetroffen. Daraus hat er gelernt, lieber vage zu schreiben. Seit dem Wechsel auf die neue Plattform ist es auch nochmal, die Qualität hat abgenommen. Also es sind nicht mehr so schöne Erzählungen dabei. Prinzipiell haben auf der Plattform davor auch schon mehrere Leute den Account gehackt und konnten mit dessen Namen posten. Als HN damals offline gegangen ist, weil zum dritten Mal ein rechtsextremer Massenmörder sein Manifest und einen Link zu dem Livestream dort gepostet hat, war für 2,5 Monate, hatte Q keine Plattform. Die Leute haben weiter daran geglaubt. Deshalb ist es gar nicht so relevant, wer Q ist oder ob Q überhaupt existiert, sondern eben warum glauben Menschen an diese Verschwörungserzählung? Das ist das Relevante. Und wir sehen es auch, dass wenn Q mal länger Pause macht, kommen sie auf ihre eigenen Verschwörungserzählungen, die sie mit dem Ganzen verbinden. Und die Rolle von Q hat sich auch stark geändert in der Zeit. Hat der Q am Anfang noch diese Geschichten vorgegeben, sehen wir jetzt, dass nach Ereignissen eigentlich erstmal diese QAnon-Community ganz viele unterschiedliche Verschwörungserzählungen ausprobiert und relativ spät Q dann erst irgendwas dazu sagt. Wir haben das gesehen, als Trump Corona bekommen hat, gab es lange keine Meldung, bis irgendwie QAnon mit einer Geschichte sich ausgedacht hat. Und genauso war es auch, als Trump die Wahl verloren hat, dass Q ganz lange eben nicht gepostet hat. Also der Community-Aspekt an QAnon ist da, glaube ich, wichtiger, als dass es da jemand gibt, der neue Texte bringt. Es ist vielleicht ein bisschen wie wenn man es wieder mit einem religiösen Text vergleicht, dass es der religiöse Text, der interpretiert wird von unterschiedlichen Menschen und es entstehen unterschiedliche Ideen darum. Aber wenn da kein neuer religiöser Text kommen würde, würden die Leute trotzdem weiter ihre Geschichten darum erzählen. Okay. Einleuchtend. Es existiert eine Frage aus der Community. Ja, tatsächlich auch noch eine Frage zu QAnon. Und zwar war die Frage mit der Republikanerin Marjorie Taylor Greene. Ist eine QAnon-Anhängerin in der USA in das Repräsentantenhaus gewählt worden? Und was würdest du sagen? Ist damit eine neue Stufe erreicht, der Einzug in politische Institutionen, ein Ankommen der Verschwörungsideologien in der Realpolitik? Ich glaube, der Einzug von Verschwörungsideologien in Realpolitik haben wir vor 4 Jahren sehr deutlich erlebt. Aber natürlich ist es nochmal erschreckend zu sehen, wie in den letzten 4 Jahren die Republikanische Partei die Partei von Trump wurde. Also wo die klassischen Republikaner noch einen großen Widerstand irgendwie
gegen dieses Missinformation, Verschwörungsideologische von Trump hatten, wie viele Jahre später sie mittlerweile Teil der Partei sind. Und diese Abgeordnete wurde ja auch willkommen geheißen von der Partei. Also es fehlt da auch jegliche Distanzierung. Und ich finde, da sehen wir schon nochmal, wie umgreifend diese Verschwörungsideologien in der Republikanischen Partei leider herrschen. Die Vertretung von politischen Vertretern in den USA ist die eine Geschichte. Man könnte jetzt an dem Punkt auch fragen, etwas größer gefasst, wie sich Verschwörungserzählungen verbreiten. Denn die, nennen wir es mal, der Lobbyismus quasi durch gewisse Politiker. In Deutschland sind es wahrscheinlich eher weniger Politiker, Gott sei Dank, als andere Prominente, die ich jetzt eigentlich nicht wirklich namentlich aufzählen möchte. Aber es ist, machen wir nicht. aber es schwebt da immer so, wenn man nach der Verbreitung von Verschwörungserzählungen fragt, schwebt immer so ein bisschen dieser Satz im Raum, Verschwörungserzählungen sind hier eigentlich erst durch das Internet groß geworden. Und du hast es eben schon dargestellt, ich habe es in meiner Einführung gesagt, das ist erstmal Unsinn. Aber du hast die Mitte-Studie bzw. die Autoritarismus-Studie aus Leipzig eben schon zitiert, die gerade erst vor wenigen Tagen erschienen ist für 2020. Kannst du etwas darüber sagen, wie sich das während dieses Jahres, vielleicht tatsächlich während der Corona-Pandemie entwickelt hat? Ich glaube, was relevant ist, ist natürlich, dass wir früher, gab es die Sachen auch, ich weiß nicht, die Leute kennen vielleicht noch Erik von Däniken mit seinen UFO-Geschichten, der hat auch sehr viel Verschwörungserzählungen damals verbreitet. Damals waren die Leute aber viel mehr voneinander getrennt. Und den Aspekt, den ich ja vorhin betonen wollte mit diesem kollektiven Wahn, ist, dass es eben wichtig ist, dass man in einem Kollektiv zusammenkommt und dass es dort passiert. Und die Verbreitung dieser Verschwörungsmythen war davor schon, aber durch das Internet kann man sehr leicht politischer Akteur werden. Das heißt, dass man eben nicht nur in seinem privaten Umfeld darüber redet, sondern dass sich diese Gemeinschaften bilden, aber auch, dass die Leute anfangen, diese Dinge zu posten und aktiv zu werden. Und das haben wir sehr stark in der Pandemie gesehen. Telegram als Plattform, wo man davor privat geschrieben hat oder Rechtsextreme diese Channels hatten, ist auf einmal explodiert. Also der größte QAnon-Kanal auf Telegram vor der Pandemie hatte 20.000 Leute, die ihm dort gefolgt sind. Innerhalb von 2 Wochen waren es auf einmal 40.000, heute sind es 130.000. Der größte Kanal insgesamt auf Telegram davor, der irgendwie Politik gemacht hat, war bei 45.000, jetzt sind es so 160.000. Die erfolgreichsten Beiträge dort werden von 500.000 Menschen gesehen. Gleichzeitig ist natürlich YouTube die Plattform, auf der dann die Inhalte stattfinden, wo stundenlanges Material jeden Tag hochgeladen wird, wo dann detailliert die abstrusesten Verschwörungserzählungen dargebreitet werden. Aber natürlich finden wir Verschwörungsideologien, Verschwörungserzählungen auf allen Plattformen. Es ist dann halt ein bisschen mehr auf die Nutzer angepasst. Also wo wir auf Instagram vielleicht eher ein jüngeres Publikum finden, ist die ältere Generation, wird wahrscheinlich eher auf Facebook erreicht. Wir sehen seit der Pandemie auf jeden Fall, dass die Plattformen Verschwörungserzählungen auch noch ernster nehmen. Facebook und Twitter hat da mehr gemacht. Sie sind auch sehr stark gegen QAnon vorgegangen. Nach einer Weile dann YouTube hängt leider noch etwas hinterher. Das hat natürlich dazu geführt, dass die Leute eher auf diese alternativen Plattformen gehen, sei es Telegram, sei es für jedes der großen Plattformen gibt es eigentlich mittlerweile eine Alternativplattform. Und die zeichnet eben vor allem aus, dass dort nicht moderiert wird. Das heißt, man kann dort alles posten, sei es Gewaltaufrufe, sei es irgendwie Aufrufe zum Genozid, aber eben auch die abstrusesten Verschwörungserzählungen und Missinformationen. Die Abschottungseffekte der Online-Communities hattest du auch eingangs schon erwähnt. Hat es dann jetzt einen fördernden Effekt, dass die Empfehlungsalgorithmen der meisten sozialen Netzwerke, also beispielsweise Instagram, Twitter oder Facebook, auf dieselbe Art und Weise funktionieren und immer wieder dieselben Inhalte, die man sich anguckt, die man mit einer gewissen Zeit am Bildschirm verbringt, die man liked, die man kommentiert, dass derartige Inhalte immer wieder in die Timeline gespielt werden? Das ist doch bestimmt ein fördernder Faktor. Das trägt auf jeden Fall dazu bei, dass diese alternativen Wirklichkeiten so entstehen. Was vielleicht ein sehr spannendes Experiment ist, ist, dass kurz vor der Wahl, Facebook die Beiträge vorgeschlagen werden und diesen Algorithmus verändert hat. Und es gibt Accounts, die protokollieren, was sind immer die 10 erfolgreichsten Beiträge auf Facebook in den USA. Und das sind normalerweise rechtspopulistische, sehr mit Missinformationen und Verschwörungserzählungen
gefüllte Kanäle. Und während dieser Periode, wo die Algorithmen umgestellt waren, war es auf einmal die New York Times und klassische Medien wieder, die erfolgreichsten Beiträge haben. Wir sehen also ganz klar, dass diese Empfehlungsalgorithmen der Plattform sehr viel dazu beitragen, dass diese Missinformationen und Verschwörungserzählungen verbreitet werden und so eine alternative Wirklichkeit entsteht. Ja, Ina hat noch eine Frage aus der Community, please. Genau, es sind jetzt sogar schon zwei Fragen noch eingetrudelt. Und zwar die erste Frage, wo sehen Sie denn in dem Zusammenhang die Verantwortung der sozialen Medien in der Verbreitung von diesen Erzählungen? Ja, die haben auf jeden Fall eine Verantwortung. Man sieht das ja auch ein bisschen in der geschichtlichen Entwicklung. 2016 hat Mark Zuckerberg, der Leiter von Facebook, gesagt, es wäre absurd zu sagen, Facebook hätte irgendwas damit zu tun, dass Donald Trump die Wahl gewonnen hat, dass irgendwie Leute politisch überzeugt wurden. Das sieht er heute nicht mehr so. Da ist auf jeden Fall eine Entwicklung stattgefunden. Ich glaube, das große Problem, vor dem wir einfach stehen, ist, dass noch nicht gesehen wird, dass diese Digitalisierung einfach eine Transformation unserer Gesellschaft hervorbringt, wie wir uns politisch bilden, wie Realität bei Menschen gebildet werden. Und dies funktioniert leider, das wurde begleitet von einer Privatisierung des öffentlichen Raums. Also diese Räume, wie sie früher stattgefunden haben, auf dem Marktplatz oder in öffentlicher Hand, finden jetzt in privaten Räumen statt, wo Firmen nach Profitinteresse kontrollieren, was dort gesagt wird, wie dort die Regeln sind. Und dass das nicht zum Vorteil der Bevölkerung ist, haben wir vielleicht gesehen. Deshalb haben die Plattformen da auf jeden Fall eine große Verantwortung. Sie sehen langsam, dass wir da mehr tun müssen. Aber ich finde, da gibt es immer noch einen weiten Weg. Okay. Und die zweite Frage dreht sich noch zur Rolle von Influencern bei der Verbreitung von Verschwörungstheorien. Und hier kam eine Frage zum Wendler. Was ist vom Wendler zu halten? Ist das PR oder echt gefährlich? Ich glaube, ob PR oder nicht, es wäre auf jeden Fall gefährlich. Wir sehen auf jeden Fall, dass natürlich wie prominent sie da tatsächlich sind, die haben natürlich eine große, die haben natürlich eine Vorbildfunktion zum einen. Es gibt Fans davon, die ihnen folgen. Es sorgt vor allem für sehr viele Augen auf Dinge. Als Xavier Naidoo zum Beispiel zu Beginn der Pandemie ein Video veröffentlicht hat, wo er eben so QAnon-Erzählungsstränge wiedergibt, hat ihm ein Verschwörungsideologe das auf YouTube hochgeladen und das Video hatte in kurzer Zeit 490.000 Aufrufe. Also natürlich führt das dazu, dass ganz neue Publikum mit diesen Verschwörungserzählungen in Kontakt kommt. Und dann würde ich gleich noch eine dritte mit hinterher stellen. Und zwar kam jetzt eine Frage auch über YouTube. Sind Verschwörungsmythen nur Indizien für Krisen oder können sie auch tiefgreifende Krisen auslösen? Gute Frage. Ich glaube, beides. Ich glaube, es ist durchaus spannend, QAnon eher als ein Symptom zu betrachten, weil wir bei QAnon schon eine sehr große Mischung an unterschiedlichen Leuten sehen. Zum einen haben wir irgendwie ganz klar Rechtsextreme, die das glauben. Dann haben wir die Reichsbürger-Ideologie, davon glauben sehr viele an QAnon. Auf der anderen Seite haben wir aber auch eher so Mütter, die dann Mütter als QAnon-Moms bezeichnet werden. Wir haben sehr viel Esoterik-Influencer und sehr viel alternative Menschen. Und ich glaube, wenn ein so breites Spektrum von eigentlich sehr unterschiedlichen Positionen alle auf einmal glauben, dass Satanisten in Bunkern Kinder foltern würden, dann spricht das doch für ein tieferes Problem als nur so für einen Teil. Gleichzeitig sind Verschwörungsmythen natürlich große Bedrohungen für unsere Gesellschaft. Viele dieser Verschwörungsmythen sind sehr antisemitisch. Wir sehen, wie antisemitische Gewalt in unserer Gesellschaft wieder eine größere Rolle spielt. Und das liegt bestimmt auch an diesen Verschwörungsmythen, die dazu verbreitet werden. Du hast eingangs, bist du gestartet, deinen Vortrag mit, es hätte verhindert werden können. Wenn wir jetzt herausgehört haben, dass die Kennzeichnung von Anti-Fake-News-Kampagnen beispielsweise
tatsächlich Erfolg haben, aber dennoch das Problem nicht ursächlich lösen, dass wir uns im Internet zumindest auf, nennen wir es mal, Spielplätze von Privatunternehmen bewegen und auch Faktenchecks eigentlich kein wirklich effektives Gegenmittel darstellen. Wie sollte man denn deiner Meinung nach auf übergeordneter, vielleicht wirklich politischer Ebene, das ist die Frage von vorhin nochmal eine Spur größer gedreht, wie sollte man da vorgehen, deiner Meinung nach? Da gibt es natürlich auch sehr viele unterschiedliche Ansätze, die viele unterschiedliche Aspekte des Problems beheben. Zum einen fehlt es an Beratungsangeboten. Was passiert, wenn mein Vater, wenn meine Schwester, wenn mein Kollege auf einmal anfängt, diese Dinge zu erzählen? Gibt es keine guten Beratungsstrukturen, an die man sich wenden kann, die einem dabei helfen, einem mit Informationen versorgen, aber einem auch einfach helfen dabei, wie spricht man mit so einer Person, wie schafft man so eine Person weiterhin in der Realität zu halten, ohne dass sie dahin abdriftet. Zum anderen ist es natürlich notwendig, dass der Sicherheitsapparat das Problem ernster nimmt. Dort werden ganz klar Straftaten, Gewaltstraftaten angekündigt. Wir haben es gesehen auf die Demonstrationen, dass die Menschen sehen eher aus wie vielleicht die Leute, die sie kennen, und deshalb ist da eine sehr große Hemmung, irgendwie Gesetze durchzusetzen, und man lässt die Leute sich auf der Nase tanzen. Also es muss einfach von diesen Seiten dagegen vorgegangen werden. Gleichzeitig hilft es natürlich nichts, nur gegen das Endproblem hervorzugehen, sondern man muss sich eben auch die Frage stellen, warum glauben diese Menschen an diese Erzählungen? Und das hat viel damit zu tun, dass wir in einer sehr fragmentierten Gesellschaft leben, dass klassische Gemeinschaften, die es früher nicht gab, wie Kirchen, Vereine, Gewerkschaften, Großfamilien, Dorfstrukturen, einfach nicht mehr so wichtig sind und die Leute sich diese Communities dann in so digitalen Gemeinschaften holen. Und zum anderen, dass uns ein bisschen die großen Erzählungen fehlen, die irgendwie dem Leben einen Sinn ergeben. Und viele Leute dann eben denken, sie arbeiten hier, aber warum machen sie das Ganze eigentlich? Und da ist dann sehr attraktiv für Rechtsextreme, ist es die Erzählung, sie würden im Kampf gegen den Islam das Abendland retten und sehen sich dann irgendwie als Kreuzritter. Und jetzt, wenn es um QAnon geht, gibt es diesen epischen Kampf auf der Welt zwischen den Bösen und den Guten. Und man kämpft für die Guten und man hat hier Geheimwissen. Ich glaube, das sind Erzählungen, die den Menschen Sinn geben. Und ich glaube, das sind schon komplexere Probleme, die wir angehen müssen. Mit anderen Worten, du würdest auch sagen, dass, keine Ahnung, jetzt einfach mal ins Blaue gedacht, die Verstaatlichung dieser Plattformen wirklich so seinen Zweck verfehlen würde, weil sich die Leute dann in alternative Communities flüchten. Ich glaube, es ist notwendig darüber, dass wir nachdenken, welchen Rollen wir diesen digitalen Gemeinschaftsorten geben. Früher waren Marktplätze in privater Hand, bis Städte irgendwann gesagt haben, das ist eine so wichtige Funktion, die wollen wir in öffentlicher Hand haben. Aber prinzipiell ist das natürlich nicht die Lösung. Auch Hass im Internet löschen führt nicht dazu, dass es keinen Rechtsextremismus mehr gibt in unserer Gesellschaft. Müssen wir auf jeden Fall tiefer gehen. Aber es war relativ klar abzusehen, dass diese Krise genau zu diesem Phänomen führt. Und natürlich war am Anfang der Krise sehr viel zu tun und es mussten über sehr viele andere Dinge nachgedacht werden. Aber dass da nicht von vornherein bereits Konzepte klar waren, wie gehen wir auch mit dem nicht medizinischen Problem einer Pandemie vor, dass eben Beratungsstellen zum Beispiel geschaffen wurden, zeigt, dass leider das Phänomen einfach nicht ernst genommen wurde, obwohl wir rechtsextremen Terror, der sich auf Verschwörungserzählungen baut, Deutschland gesehen haben. Ja. Daran anschließend eine Frage, bevor ich nochmal in die Community gebe. Du steckst mit deinen Recherchen oder beziehungsweise mit deiner Arbeit für Die Hate offensichtlich sehr tief drin. Du hast eben davon gesprochen, dass wenn du die Community beobachtest und in den Foren quasi mitliest. Ich stelle mir das einerseits sehr belastend vor, aber darum soll es nicht gehen. Die Frage ist eher so, wie würdest du einschätzen, wie die Fähigkeiten der Verantwortlichen sind? Mit anderen Worten, steckt beispielsweise der Verfassungsschutz genauso tief in diesen Communities drin, wie du in der Lage bist, darin einzusteigen? Du musst leider niemanden verpetzen. Nee, leider ist, was man so von außen sehen kann, sind die Informationsgewinne der Sicherheitsapparate leider nicht so gut. Wenn wir etwa sehen, wie das BKA ausgesagt hat im Halle-Prozess über eben ihre digitale Spurensicherung, die sie dazu gemacht haben, dann war es sehr katastrophal zu sehen, wie schlecht sie dort arbeiten, dass sie Leute kurz aus der Ausbildung an diesen Job gesetzt haben, die nicht wirklich verstehen, was sie da tun.
man muss dazu sagen, inhärent dem Internet ist, dass es ein sehr schnell wandelndes Phänomen ist. Und gerade wenn man in so Rand-Communities geht, arbeiten die sehr viel mit Insidersprache. Und es kostet einfach sehr viel Zeit, sich damit auseinanderzusetzen und zu verstehen, was mit diesen Worten gemeint ist, was davon ernst ist und was nicht ernst ist. Und das wurde einfach komplett verschlafen. Die Digitalisierung wurde nicht ernst genommen. Prinzipiell sind die Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen eine ältere Generation. Für die ist das Internet eher was, was man halt auch mal ausmachen kann. Also man muss ja nicht die ganze Zeit online sein. Dass diese Leute aber Großteil ihrer Zeit dort verbringen und dort eben zu politisch lernen, wird nicht so ernst genommen. Und da ist auf jeden Fall noch großer Nachholbedarf. Wir sehen das an Dingen wie den Sturm auf den Reichstag. Das ist ein Konzept, was es gab. Es gab eine Telegram-Gruppe, die Sturm auf den Reichstag hieß, dass man hier nicht vorbereitet war und dieses Gebäude dementsprechend geschützt hat, fand ich, war schon ein großes Versagen. Ziemlich eindeutig, in der Tat. Dann an der Stelle noch einmal die Frage, Ina, Fragen aus der Community. Ja, es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Fragen und ich versuche sie so ein bisschen auch zusammenzufassen. Die haben sich nochmal darauf konzentriert, auf die Gefährlichkeit von Verschwörungstheorien. Und zwar war hier eine Frage, dass ja manche Verschwörungstheorien auch witzig sind, wie die Echsenmenschen und so weiter. Ab wann kann man sagen, ab wann werden diese Mythen wirklich gefährlich? Ab wann sind sie ernst zu nehmen? Und gibt es eine Zahl, die man sagen kann, ab wie vielen Anhängern wird eine Verschwörungstheorie, eine Verschwörungserzählung gefährlich? Also prinzipiell ist das ein gutes Beispiel, weil wenn man sich die Leute anschaut, die über Echsenmenschen reden, da geht es um die Juden. Wenn man die Erzählung um die flache Erde sich anschaut, geht es um die Juden. Das sind antisemitische Erzählungen. Das ist der Grundkern, Verschwörungen, die im Geheimen die Welt lenken. Man muss nur zweimal rumklicken und schon landet man dabei, dass eigentlich die Juden dahinter stecken. Also das sind keine witzigen Erzählungen, sondern da geht es um menschenfeindliche Ideologie, die dort transportiert wird. Prinzipiell, wie groß etwas sein muss, ist sehr unterschiedlich. Wenn wir diese ganze Impfkritiker uns anschauen, dann geht es natürlich darum, dass ein gewisser Prozentsatz der Deutschen geimpft sein muss, damit der Effekt der Impfung funktioniert. Wir sehen, dass die Zahlen gesunken sind an Leute, die sich bereit erklären würden, dass sie sich impfen. Das ist natürlich eine andere Frage, wie viel Prozent daran glauben müssen. Wenn es aber um so Erzählungen wie den großen Austausch oder die Weiterführung dessen, der White Genocide, der Genozid, der an Weißen stattfinden würde, brauchen wir nicht viele Leute, die daran glauben, bis sie Gewalt ausüben. Prinzipiell kann man dann vielleicht sagen, dass es ein großes Problem ist, wenn man die Welt in so einfache Schwarz-Weiß-Muster kategorisiert, wenn man klare Bösewichte benennt, diese Bösewichte maximal auflädt mit dem Bösen. Da spielt sehr viel Entmenschlichung, sehr viel Dehumanisierung dabei, was wir oft als Vorschritt von Gewalt sehen. Bevor gewaltvolle Konflikte entstehen, muss der Feind dehumanisiert werden. Die Erzählungen haben normalerweise einen sehr apokalyptischen Anteil. Also es geht um den drohenden Untergang. Das ist oft der drohende Untergang von Deutschland, die Diktatur, die kommt. Und dieser Handlungsdruck, verbunden mit der Entmenschlichung des politischen Feindes, der erzeugt leider oft Gewalt. Also natürlich gibt es kleinere Verschwörungserzählungen, die vielleicht sehr humoristisch wirken. 300 Jahre des Mittelalters hätte es angeblich nicht gegeben. Über sowas kann man gerne lachen. Aber viele... In Bielefeld. Der Kern der meisten Verschwörungserzählungen, die irgendwie größer werden, hat schon klare menschenfeindliche Positionen, wenn man sich das genauer anschaut. Gibt es noch weitere Fragen aus der Community, Ina? Ja, tatsächlich noch zwei. Die würde ich vielleicht noch reingeben. Ja, bitte. Und zwar, die erste war, Sie haben gesagt, man sollte dem Aspekt des Wahnhaften größere Bedeutung zumessen. Welche Erkenntnis könnte das bringen? Gibt es hier einen Hebel, den Verschwörungstheorien entgegenzuwirken? Ich glaube, durch das
durch das Anerkennen des Wahnhaften sieht man mehr die Irrationalität des Ganzen und sieht, dass es dabei, dass die vorgeklärten Ziele nicht die tatsächlichen Ziele sind, um die es eigentlich geht. Ich finde das sehr exemplarisch an dieser ganzen Diskussion um die Masken. Maske tragen ist kein Problem. Man hat dadurch keine Konsequenzen. Aber dass etwas so Inhaltsloses so aufgeladen wurde, zeigt, dass es eigentlich gar nicht um diese Inhalte tatsächlich geht. Und so ist es auch bei anderen Themen. Und ich glaube, das hilft dann dabei zu verstehen, dass nicht die rationellen Dinge, die vordergründigen Dinge, die Position, die das Problem ist. So wie jetzt viel diese Demonstrationen werden immer bezeichnet als Demonstrationen gegen die Maßnahmen der Bundesregierung. Wenn man sich deren Position anschaut, dann darum geht es schon lange nicht mehr. Sondern ich glaube, man muss eben verstehen, dass es sich hier um irrationale Dinge handelt und herausfinden, was diese Leute wirklich reizt daran. Und ich glaube, das ist auch, was im persönlichen Gespräch hilft, anstatt jemand einfach nur 50 Links zu checken, die irgendwie die Sachen widerlegen, die er behauptet, dass man eher probiert, rauszufinden, warum gerade glauben Menschen an diese Verschwörungserzählung, was hilft ihnen, das daran zu glauben, und dass man eher auf so einer Ebene arbeitet, auf so einer emotionalen Ebene, was da die Stütze ist. Und zum Abschluss, dann würde ich wahrscheinlich auch die Diskussion so ein bisschen schließen, habe ich nochmal versucht, ein paar Fragen zusammenzufassen, die sich darum drehen, inwiefern Verschwörungstheorien nur ein europäisches, ein Problem in den USA sind oder ob es wirklich tatsächlich ein globales Phänomen ist, ob du dazu was sagen kannst noch. Also auf jeden Fall ein globales Phänomen, weil Verschwörungserzählungen sind etwas sehr Menschliches. Zum einen geht es darum, Strukturen zu erkennen, wo keine sind. Darauf sind unsere Gehirne trainiert, Muster zu erkennen. Und all diese Funktionen, die ich genannt habe, diese Bewältigungsstrategie ist für Krisen, sind alles sehr menschliche. Und das ist vielleicht auch etwas, was es zu betonen gilt, anstatt diese Leute alle als Verrückte, als Covidioten zu belächeln, dass es eigentlich eine sehr menschliche Reaktion ist, eine Bewältigungsstrategie für ein Problem. Und natürlich geht von diesen Menschen eine große Gefahr aus für unsere Gesellschaft, für Individuen. Es ist ein großes Problem für Familien, die auseinanderbrechen. Aber man muss vielleicht trotzdem weiterhin seine Empathie für diese Menschen bereithalten, weil das auch, glaube ich, der einzige Weg ist, wie man daran was ändern kann, wenn man auf empathische Weise mit diesen Leuten redet und sie nicht von oben herab verlacht. Ja, definitiv ganz wichtig. Und du hast es eben angedeutet tatsächlich. Und die letzte Frage, die ich stellen würde, wie begegnet man VerschwörungsanhängerInnen und Verschwörungsgläubigen im Privaten? Es hängt immer von unterschiedlichen Sachen natürlich drauf ab. Es zeigt sich ganz deutlich, dass eigentlich nur mit privatem Kontakt, also wenn bereits eine Verbindung da ist, man überhaupt bei diesen Menschen was erreichen kann. Wenn wir Aussteiger und Aussteigerinnen betrachten, sehen wir, dass es eigentlich immer noch jemand in ihrem Umfeld gab, der weiter an sie geglaubt hat, der weiter mit ihnen in Kontakt war. Es ist wichtig, dass man sich Grenzen zieht, dass man selbst, es ist ein sehr anstrengender Prozess, mit diesen Leuten in Kontakt zu sein, weil sie ein sehr hohes Mitteilungsbedürfnis haben und weil es ein sehr langwieriger Prozess ist, dass man selbst sich Grenzen zieht. Es ist wichtig, dass man Grenzen für das Gespräch selbst zieht, dass bestimmte menschenfeindliche Positionen einfach nicht zur Debatte stehen, dass man darüber nicht redet. Es ist wichtig, wie die anderen Punkte, die ich schon erwähnt habe, dass man ihnen halt offen begegnet, dass man probiert rauszufinden, was ist der Grund, warum du an diese Verschwörungserzählung glaubst, also was liegt dahinter, was treibt dich dahin, was ist eigentlich dein eigentliches Problem, was du damit probierst zu bewältigen. Ich glaube, das sind so die Kernansätze. Ja, sehr gut, vielen Dank. Dann eine kleine Leseempfehlung tatsächlich, weil ich es gerade bei dir hinten im Regal sehe. Fake Facts von Katharina Nocun und Pierre Lamberti, sehr empfehlenswert. Und weiterhin hat auch natürlich die Amadeo Antonio Stiftung sehr, sehr hilfreiche Hinweise auf ihrer Website versammelt für den privaten Umgang, nenne ich es jetzt mal ein bisschen missverständlich, mit Verschwörungsanhängern, Verschwörungsgläubigern. Und auf conspiracytheories.eu ist ein Leitfaden für Verschwörungstheorien veröffentlicht worden, den es dort als gratis PDF-Download gibt, den ich auch nur ans Herz legen kann. Und damit nochmal ganz herzlichen Dank, Miro, für das tolle Gespräch. Sehr gerne, danke für die Einladung.
Merci vielmals. Ich weise noch auf unsere Veranstaltung nächste Woche hin, am 26.11. um 19 Uhr ebenfalls wieder auf diesen bekannten Channels hier. Sprechen Ina Neddermeyer und Charlotte Ekler mit Professor Dr. Raphael Bär von der Akademie der Polizei in Hamburg unter dem Titel Missbrauch von Staatsgewalt. Bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen und ciao. Guten Abend.